Jo Leute, willkommen zu einer neuen Werwolf-Runde hier in Don't Even Think. Ja, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und wir brauchen auf jeden Fall jetzt erstmal hier zu Beginn eine Axt. Denn irgendwie gerade haben wir nirgendwo eine Axt. Und das ist natürlich nicht gut. Das heißt, wir können uns sehr, sehr schlecht nur hier verteidigen. Wenn jetzt hier einer kommen würde. Ich meine, wir können schon so oder so hier schlecht verteidigen. Weil wir uns noch nicht verwandeln können als richtiger Werwolf jetzt. Und ohne die Axt, ja, wird es nochmal nummer schwerer. Deswegen wäre gut, wenn wir jetzt vielleicht eine finden hier würden. Das wäre jetzt auf jeden Fall nicht verkehrt. Oh, da oben. Da sehen wir einen anderen Spieler fliegen. Obwohl, wir könnten eigentlich probieren, den zu jagen. Da der ja gerade alleine darunter geflogen ist. Wenn der jetzt nicht sofort eine Waffe findet, könnten... Da vorne. Lass uns probieren, den mit dem Werwolf zu erledigen. Ja, mit dem nicht verwandelten Werwolf. Bleib stehen. Bleib stehen. Oh, der hat eine Waffe am Rücken hängen, oder? Nein. Aber das Problem ist, wir sind gerade noch wie ein normaler Mensch. Wir sind also leider noch nicht komplett so schnell wie später. Das ist das Problem. Ich brauche eigentlich gar nicht probieren, den gerade hier zu jagen. So, wir essen hier nochmal fix was. Wir hätten aber das eigentlich gleich voll. Ich glaube, wenn wir den uns holen würden, wären wir direkt ganz voll. Ja, der holt sich jetzt 100% hin in die Kiste, da bin ich mir sicher. So, dann lasst uns mal lieber weiter rein. Halt, hier ist eine Axt. Hier ist eine Axt, jawohl. Wir könnten es probieren, ihn zu erledigen. Wir könnten es wirklich probieren, Leute. Ich glaube, wir werden es auch machen. So. Da kommt er. Da läuft er. Na los, zeig dich. Ich würde dann sich sagen, durchs Fenster gehen, aber nun ist er eh näher. Schon. Let's go! Jawohl! Immer drauf! Immer drauf! Immer drauf! Ja! First Blood! Oh mein Gott, wir haben es geschafft! Hoho! Aber knappe Sache, das muss ich ja mal so sagen. Der hat uns auch fast erledigt. Jawohl, wir verwandeln uns. So. Der Killer-Werwolf ist back. Jawohl. Da sind wir. Da sind wir. Sehr schön, wir sind groß. Gut schon mal soweit. Ja, das ist wirklich sehr gut. So, wir gehen jetzt erstmal Richtung Zone. Ich denke mal, da werden jetzt auch die anderen Spieler hingehen. Und wir werden jetzt mal hier suchen. Ob wir vielleicht noch ein, zwei andere hier erledigen können. Obwohl es natürlich erstmal besser wäre, normal so welche zu essen, die noch so rumliegen. Ja, wie der dort. Weil wir bräuchten halt erstmal unsere ganzen Fähigkeiten. Das wäre halt erstmal am besten. Dann könnten wir halt wirklich perfekt jagen. So. Zack, jetzt haben wir schon mal das schnelle Rennen hier. Jetzt fehlen uns noch drei andere Fähigkeiten. So, wir laufen jetzt erstmal hier weiter lang. Auf jeden Fall in die ganz großen Städte würde ich sagen, gehen wir nicht. Ja. Das wäre nämlich, glaube ich, echt nicht gut für... Oh, nein, 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 da ist einer oben. Da kommen wir nicht hoch. Wir können eigentlich direkt weiter rennen. Dazu muss man auch sagen, der hat gerade mit einer Schrotflinte auf uns gefeuert.
Ich denke, irgendwie schaffen wir das hochzukommen. Und glaube ich gut erledigen können, weil dann hat er vielleicht bis dahin seine ganze Munition verschossen. Jawoll. Jawoll, jawoll, jawoll. Ach, der fliegt mir so blöd runter. So, komm schon. Kollege, dich hole ich mir jetzt. Das kannst du dir schon mal denken, dass ich hole jetzt. Komm. Jawoll! So, immer drauf! Jawoll! Und ich muss sagen, ich hatte eben noch die falsche Taste gedrückt. Ich weiß auch warum. Weil ich die letzten Folgen nicht mehr den Werwolf gespielt hatte, sondern eher Mensch. Deswegen, ja, immer mal, wenn ich so ein paar Tage Werwolf nicht spiele, muss ich sagen, Werwolf bin ich da so ein bisschen draußen. So, was die Steuerung betrifft von dem. Und auch so einfach das ganze Feeling von dem. Weil der halt einfach viel schneller ist. Hier guckt, Leute, hier. Die Empfindlichkeit und so. Ja, also. Puh. Die Empfindlichkeit ist halt wirklich mit dem sehr, sehr schnell. Aber wenn ich hier runterdrehe, dann ist meine Waffe noch langsamer von der Empfindlichkeit her, wenn ich wieder Mensch bin. Und ich werde das nicht jedes Mal umstellen, deswegen. Muss es schon so bleiben. Ja. Auf jeden Fall haben wir gleich noch eine Fähigkeit. Wir schnuppern erstmal. Mensch, Mensch, Mensch. Dort vorne auf jeden Fall. Dort ist einer alleine in so einem Gebäude. Dann würde ich sagen, knöpfen wir uns eventuell jetzt gleich mal vor. Ich komme. Ich komme. Okay, bekriegen sich gerade andere Spieler auf jeden Fall. Hallo? Ich bin da. Nein, es ruckelt. Jawohl. Wow, wow, wow. Jawohl, da ist zum Glück nur ein Sniper. Der Typ hier. Triple kill. Jawohl. Aber, es hat weh. Der andere steht dort oben auf den Kisten. Huhu. Huhu. Nochmal Huhu. Ja, verschießt du nur deine Kugel. Komm, komm wieder hoch. Los. Bleib stehen. Vielleicht gehörst du mir. Komm schon. Rampage. Jawoll. Haha. Da ist er. Da ist er. Der gute alte Wolfi. Er ist richtig in Action hier gerade. So, direkt erstmal hier einen kleinen Snack gönnen. So. Und nochmal hier hinter kurz. Denn den müssen wir uns auch noch snacken. So. Kommt Papa. Lecker. Vielleicht nächste Herausforderung. Nächste Herausforderung. Was laber ich? Nächste Fähigkeit haben wir gleich wieder. So. Jetzt haben wir die nächste. Jawohl. Sehr schön. Mit dem guten alten Föhn. So. Einmal schnuppern. Mensch, Mensch, Mensch. Jetzt sehe ich keinen. Dort hinten. Dort ist einer alleine, so wie es aussieht. Das sieht doch perfekt aus für mich. Das sieht, glaube ich, wirklich perfekt aus für mich. So, ganz schnell Nitro anmachen. Obwohl, nein, doch nicht. Ich möchte den hier noch essen. So. Ich bin gleich da. Hallo. Hallihallo. Sind sie? Zeigen Sie sich bitte. Ich kann auch gleich wieder schnuppern. Dann finde ich dich so oder so. Na hallo. Sind Sie hier drin? Kuckuck. Okay, schnuppern. So.
sehe keinen mehr. Na super. Müssen wir den noch. So. Schade, okay. Dann mache ich hier erstmal weiter. Und kommen wir eigentlich durchs Wasser? Ja, kommen wir. Das wusste ich nämlich nicht. Ich war nämlich noch nie mit dem Werwolf im Wasser. Könnte ja sein, dass er vielleicht nicht dort durchkommt. Könnte ja sein. Ja, und ich merke auch schon wieder, das spielt gerade leider massive Ruckler. Das finde ich nicht so schön. So, wir schnuppern wieder. So, zack. Dort hinten sind welche hinter dem Berg. Zwei Stück, die zusammengehören. Naja, zwei, die zusammengehören, möchte ich eher nicht angreifen. Obwohl wir es auch schaffen könnten. Lieber wären wir jetzt mit dem anderen Werwolf eigentlich zusammen. Weil irgendwo lebt noch ein zweiter. Der dritte wurde anscheinend schon erledigt. So, ich wäre bereit. Hallo. Ich bin da, der große böse Wolf. Der große böse Wolf ist da. Oh, hallo. Ja, die haben sich dorthin in der Ecke verkämmt. Beide zu zweit. Okay, lasst uns probieren, die gleich mal anzugreifen. Ich warte noch ganz kurz, bis das mit dem Riechen wieder voll ist. Weil ich nochmal schauen möchte, ob hier vielleicht noch irgendwo ein dritter Partner in der Nähe ist. Und danach hätte ich eine Idee. Okay. Dann mal los. Let's go. Attacke! Los! Komm schon! Jawoll! Weg hier! So, hier hin erstmal. Hier einmal lang. Komm her. No, 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 no. Gib mir das Fleisch, komm schon. Schnell. Schnell. Ah, nein. Ah, ich bin noch nie gestorben mit dem Werwolf. Noch nie. Das war das erste Mal, dass ich jetzt gestorben bin mit dem. Schade. Ich hätte weiter abhauen sollen. Ich wollte aber den ganz gerne eigentlich noch erledigen. Ja, aber an sich. Ich bin noch nie gestorben mit dem Werwolf. Jetzt das allererste Mal. War trotzdem wieder eine sehr, sehr geile Runde. Hat gut Laune gemacht. So, wir holen uns mal unsere tägliche Mission, die wir abgeschlossen haben. Hier die Belohnungen. Zack. Und zack. Sehr schön. Ja, hat auf jeden Fall wieder Laune gemacht. Hat auf jeden Fall wieder Laune gemacht, die Runde. Auch wenn es kein Sieg geworden ist. Dafür aber jede andere Runde, die wir bis jetzt hatten als Werwolf, war ein Sieg. Bin zufrieden, ja, mit der Runde. Hat auf jeden Fall extrem Laune wieder gemacht. Nun gut, nächste Runde sind wir wieder Mensch, würde ich meinen. Bis dahin, lasst gerne einen Daumen nach oben da, schreibt mir auch gerne einen Kommentar und tschüssi!